Ausnahmezustand in der Türkei. 35.000 Menschen nach Putschversuch in Haft. In der Türkei sind die sogenannten Säuberungen nach dem Putschversuch in vollem Gange. Nach Angaben des Justizministers wurde seit Juli gegen 82.000 Menschen ermittelt. Als Reaktion auf den gescheiterten Putsch hat die türkische Regierung nach eigenen Angaben gegen rund 82.000 Menschen ermittelt. Mehr als 35.000 Menschen seien inhaftiert worden, sagte Justizminister Bekir Bozdag laut dem Fernsehsender NTV bei einer Veranstaltung der regierenden AKP. Knapp 4.000 Verdächtige würden noch gesucht. Ende September hatte die Regierung mitgeteilt, dass sie gegen 70.000 Menschen ermittele. 26.000 davon stünden weiter unter der Kontrolle der Justiz, sagte Bozdag am Samstag. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen als Drahtzieher des Umsturzversuchs betrachtet, hatte nach dem gescheiterten Putsch am 15. Juli umfangreiche Säuberungen im Staatsapparat angekündigt. Seither wurden Zehntausende Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, der Justiz, der Medien und des Bildungswesens aus dem Dienst entfernt. Ebenfalls per Dekret verfügte Erdogan die Verlängerung der Untersuchungshaft von 4 auf 30 Tage. Der Kontakt zu einem Anwalt darf 5 Tage lang verwehrt werden. Menschenrechtsorganisationen und Teile der Opposition kritisieren, dass die türkische Führung den Ausnahmezustand missbrauche, um gegen Regierungsgegner vorzugehen.